verwundern. Wie war's denn? Er war nicht ganz mein Typ. Ich habe gedacht, es wären zwei. Chino Sandoval höchstpersönlich müsste den anderen in spätestens 10 Minuten hier abliefern. Hey, Tony! Die Familie Karpow hatte bereits eine lange Spur des Todes über 2 Kontinente hinweggezogen, als sie sich in der Stadt der Engel endgültig niederließ, wo sie ihr tödliches Treiben fortgesetzt hat. Ihre Zeit geht bald zu Ende. Ich weiß, wenn meine Eltern mich jetzt sehen könnten, sie wären nicht begeistert über den Weg, den ich eingeschlagen habe, um hierher zu kommen. Ich bin nicht mehr das unschuldige kleine Mädchen, das ich vor Jahren einmal war. Meine Eltern und ich hatten oft davon gesprochen, eines Tages Amerika zu besuchen. Und ich hatte mich immer auf diese gemeinsame Reise gefreut. Ich hätte nie erwartet, dass ich allein herkommen würde. Und das wegen eines Jobs. Siehst du, etwas spartanisch. Mir genügt es. Hinterm Haus steht ein schwarzer Wagen. Hier. Ein langes Leben und einen schnellen Tod. Gar nicht übel. Ich dachte, er gefällt dir. Okay, zum Geschäftlichen. Für dich. Die beste Zeit wäre am späten Samstagabend. Schon morgen? Ja, in ihrem Club.
Sie treffen sich dort alle. Die Kuriere liefern das Geld ab, bis der Club schließt. Dort liegen dann die gesamten Bareinnahmen der Woche aus Karpovs Geschäften in der Stadt. Auch legale Geschäfte? Ein paar. Der Club ist sauber. Publikum aus der Geschäftswelt. Also, das ist Luke, deine Verstärkung. Ich mach das allein, darüber waren wir uns einig. Nein, nicht allein. Ich traue aber keinem außer dir. Dann tu es jetzt auch, bitte. Heute Abend wird er im Club sein und alle Fragen über die Karpovs oder den Club beantworten. Er hat die ganze Vorbereitung durchgeführt. Mich kennen leider zu viele Leute hier. Du musst schnell sein. Du darfst nicht zögern. Diese Schweine leben davon, dass sie Angst spüren. Also dann, einen schönen Abend. Ist hier noch frei? Was darf ich bringen? Wodka kalt ohne alles. Sie sehen mörderisch gut aus. Dürfen Sie hier in Ihrem Alter schon rein? Wollen Sie meinen gefälschten Ausweis sehen? Ich weiß noch nicht, ob Sie mitspielen werden. Das kommt schon noch. Sehr selbstbewusst. Ich kenne meine Fähigkeiten. Aber ich nicht. So oder so fürchte ich, diese Entscheidung ist nicht mehr umzustoßen. So oder so habe ich das Sagen. Und wenn ich Ihr Vertrauen in Sie und Ihre Fähigkeiten nicht teile, kann ich Ihnen versprechen, dass wir uns auf eine sehr kurze Beziehung beschränken werden. Einverstanden. Da an der hinteren Wand, links von der Treppe, da geht's zum Büro. Das ist George. Der große Bruder. Er leitet den Club und die meisten der Operationen. Sein Vater Sergei, der Patriarch. Er führt das Unternehmen. Er hat ein geniales Talent, illegale Profite legal zu investieren. Und umgekehrt. Hey, Peter. Hier, bitte. Guten Abend. Ja, in der Tat. Ich heiße Peter. Wozu darf ich Sie einladen? Zu gar nichts, danke. Ich werde zu schnell betrunken, wenn andere für mich bezahlen. Er ist zu hübsch, dieser Bengel. Seine Gesellschaft ist mir angenehm. Jedenfalls heute Abend. Wie sieht es morgen aus? Ist irgendwas Besonderes für morgen Abend vorgesehen? Ich werde wieder hier sein. Falls mir der Sinn nach Ausgehen steht und falls mir nach diesem Club zumute ist und falls ich Gesellschaft haben will, dann frage ich vielleicht nach Ihnen. Du lässt sie nichts bezahlen. Was sie trinkt, geht auf mich. Und das von dem Bengel auch. Na, darauf hier. Und Natalia? Ich habe heute noch keine Spur von ihr gesehen. Sie ist bestimmt hinten im Büro. Ich war die letzten 4 Wochen jeden Samstagabend hier.
Sergei, George, Peter und Natalia treffen immer kurz vorm Schließen im Büro zusammen. Da warten sie die letzten Kuriere ab. Es ist perfekt. Es gibt da vielleicht noch einen Bodyguard oder möglicherweise einen Rausschmeißer, aber niemand sonst. Also, wie sieht unser Plan aus? Heute Nacht amüsieren wir uns. Die Getränke sind frei. Schön. Darauf, dass sie bezahlt. Na zdrowie. Prost. Sie alle da sitzen. Sie suhlen sich in ihrer Arroganz. Oh, ich freue mich schon richtig auf unsere gemeinsame Zeit morgen Abend. Wie heißen Sie? Bogie. Gangster, was? Na ja, dann passen Sie gut hierher. Wie kommen Sie denn darauf? Na, machen Sie doch die Augen mal auf. Sie müssten längst im Bett sein. Heute Nacht tue ich vieles zum ersten und vielleicht auch letzten Mal. Ich bin noch nie Motorrad gefahren. Ich habe noch nie einen Mann am ersten Abend mit nach Hause genommen. Luke hat nichts gesagt, aber ich weiß, was er will. Ich glaube, wir wollen es beide. Wir brauchen es beide. Also morgen dann. Was denn? Wir machen es also morgen, ja? Ja. Aber ich dachte, heute Abend würden wir einfach ein bisschen... Du warst unheimlich leidenschaftlich und lieb. Es war wirklich schön, danke. Aber jetzt gute Nacht. Also schmeißt du mich raus? Okay, komm drüber weg. Dann bis morgen. Ja, ja, sicher, morgen. Also, soll das jetzt bedeuten, dass du mir vertraust? Ich weiß zwar nicht, ob du mir eine Hilfe bist, aber ich bin relativ sicher, dass du es mir nicht vermasselst. Renaud hat mir versichert, dass du was drauf hast. Ich werde dich aber nicht an die Hand nehmen. Das erwarte ich auch nicht von dir. Alles klar, wenn du bereit bist zu töten.
Bin ich. Und zu sterben hoffentlich auch. Auch das. Dann habe ich Vertrauen zu dir. Ich bin vielleicht für Überraschungen gut. Dann geh lieber schlafen. Du weißt ja, wo es rausgeht. Wodka, oder? Ohne alles? Auf Eis. Auf Eis. Ich glaube, Peter möchte das auf seiner Rechnung haben. Ich aber nicht. Okay. Noch was, Luke. Bitte sehr. Abend. Hallo. Nicht. Wir sind zum Arbeiten hier. Jede Wette, die beobachtet dich den ganzen Abend. Trink ein paar Gläser mit ihr und dann schieb sie irgendwie ab. Was? Wimmel sie irgendwie ab? Heute hast du kein Interesse an mir. Geh und mach ihr eine kleine Freude. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Sind Sie sicher, Sie können sich losreißen?
ich noch mal voll machen? Nein, ich nehme noch einen Kaffee. Kommt sofort. Hören Sie, wenn wir schließen, habe ich frei. Ich kenne da wirklich einen tollen Nachtclub. Ihr Boss wäre bestimmt nicht angetan davon. Oh, der ist noch die ganze Nacht im Büro beschäftigt. Sie sind ganz schön mutig. Können wir es auf irgendwann verschieben? Natürlich. Machen wir. Die sind wieder da. Durstig? Heute Abend ohne Begleitung? Vorerst. Was halten Sie von einem ganz kleinen Schlaftrunk nachher, wenn Schluss ist? Falls ich dann noch hier bin. Sie werden. Meinen Sie? Ich fasziniere Sie. Schwerlich. Ich reize Sie. Weniger. Also gut. Sie faszinieren mich. Sie reizen mich. Sind Sie denn nicht im geringsten neugierig? Nein. Geringfügigst. Und der Schlaftrunk? Und danach? Hey, Peter, Sergei sucht Sie. Darf ich noch mal nachgießen? Trägt er eigentlich immer so dick auf? Sie inspirieren ihn. Ich wäre lieber etwas vorsichtig. Ich kann schon ganz gut auf mich aufpassen. Da habe ich keine Zweifel. Danke für Ihren Besuch im Blue Parrot. Dies ist unser letztes Stück für heute. Wir werden nächsten Donnerstag wieder hier auftreten. Letzte Runde. Letzte Bestellungen für Alkohol. Wo wohnst du denn? Zu Hause, Dom. Nein, welche Adresse? 137 North. 137 North. Hey. Nein, ich komme gleich nach. Ich muss noch mit jemandem reden, okay? Ich verspreche es dir. Ich komme in einer Minute zu dir. Das hoffe ich sehr. Hier, bitte. Jimmy. Gute Nacht. Warten Sie nicht mehr auf ihn? Nein. Sagen Sie ihm. Sagen Sie, ich wäre mit einem anderen weggegangen. Der wird kochen. Das hoffe ich. Hey, Jimmy. Können wir jetzt abrechnen? Ja. Ich komme. Was wär's?
Der schlummert. Ist ja gut, keine Panik. Hier, das Geld, nehmt es euch. Sie. Du kennst die Frau? Halt den Rand, klar? Die anderen, dein Bruder und Vater, wo sind die? Wird's bald. Fahren die hin? Kommen die noch mal wieder? Du hast massenhaft Zeit zu verschwinden. Da, steck die Mäuse ein und verschwinde. Und kauf dir irgendwas besonders Schönes. Indem du beerdigt wirst. Aufhören. Ihr macht mir Angst. Weißt du eigentlich, wer wir sind? Denkst du, ich wäre hier, wenn ich es nicht wüsste? Also, Sergei und George Karpov kommen heute noch mal zurück. Wann? Wieso ist es für eine Frau so schwierig, ernst genommen zu werden? Adieu, mon amour. Mehr als tot. Meine Familie wird euch alle... Wird sich wann wieder hier blicken lassen? Schieß da! Entschuldige. Oder wärst du lieber tot? Natürlich nicht. Ich weiß genau, wer ihr seid. Ach was. Ja, sicher, die Rileys, die schicken euch doch. Denen gefällt nicht, dass wir die Sandovals aus dem Weg geräumt haben, darum schicken die euch. Die Rileys schicken uns. Mag sein, ist eine hässliche Branche und du bist auch hässlich. Du Dreckstück! Du hast doch sicher noch eine Menge andere Feinde. Ja, aber keinen mit dieser Dämlichkeit oder dem Mut, sowas absolut Verrücktes abzuziehen. Bist du dir da völlig sicher? So besonders furchterregend erscheint ihr mir nicht. Ich mach dich fertig! Warum ist nicht die komplette Familie hier? Die kommen wieder. Sergei regelt Geldsachen lieber persönlich. Die kommen schon wieder. Der Ablauf ist jedes Mal genau gleich. Bademantel. Da hast du ihn. Danke. Lassen wir ihn lieber rangehen? Nein. Wenn niemand rangeht, kommen sie umso schneller zurück. Geh und bewach die Vordertür. Das werdet ihr und ihr Reilly-Schweine noch teuer bezahlen, das schwöre ich. Und was wäre für dich ein angemessener Preis? Wir vernichten eure ganze beschissene Drecksfamilie. Die ganze Blutlinie der Rileys wird für immer ausgelöscht.
Also Auge um Auge. Wie alttestamentarisch. Ich glaube auch, das wäre ein fairer Tausch. Zuvor aber, bist du so nett und sagst mir, ob dein Vater und dein Bruder gemeinsam oder getrennt zurückkommen werden? Ich wette, es ist für dich. Leider bekommst du nicht die Chance, dich zu verabschieden. Auf dich wartet die Ewigkeit. Meine Familie. Ich weiß so gut, was du meinst. Na, wenn schon. Adieu, mon amour. Im Club geht niemand ans Telefon. Wir erleben was, wenn sie weg sind. Wo bist du jetzt? Ich habe das Geld eben übernommen. Ich bin schon fast auf dem Rückweg. Wir treffen uns da. Bring die Jungs mit. Ich muss noch mal zum Club. Trinkt, was ihr wollt, aber haltet euch bereit für Papa. Klar. Ich hab ihn. Alles in Ordnung? Mhm. Ihr habt alle erwischt? Peter und Natalia sitzen im Express zur Hölle. Und Sergei? Ist nicht da. Wir erwarten ihn aber bald. Nicht heute, ein andermal. Wir müssen weg. Wer bist du? Adieu, mon amour. Thank you.
Wird das überleben? Ja, ein sauberer Durchschuss. Er braucht bloß Ruhe, Antibiotika und zweimal am Tag einen neuen Verband. Ja. Antibiotika. Dreimal am Tag, 10 Tage lang, Schmerzmittel wie erforderlich und kein Alkohol dazu trinken. Hm. Gute Nacht, Doc. Ah. Oh Mann, es tut mir leid, Ihnen Mühe zu machen, Mr. Riley. Ach, was, überhaupt nicht. Es war richtig, zu mir zu kommen, Jimmy. Ich habe mich verdrückt, sobald ich konnte. Ich habe Sergej gesagt, ich versorge mich selbst. Gut, das ist gut. Jetzt erzähl mal was über die Schützen. Naja, der eine war ein Mann, das andere war eine Frau. Kanntest du einen von ihnen? Der Typ war letztens öfter mal da, ja. Was ist mit der Frau? Nein, nur gestern und heute. Es sah zwar nicht so aus, als ob sie sich kannten, aber scheint wohl doch so. Trotzdem, die Frau war irgendwie so... Was? Sie sah gar nicht nach Profikiller aus. Das tun sie nie, wenn sie gut sind. Also, ist es wahr? Allerdings. Die Penner verdienen's nicht anders. Seit die im Geschäft rumwieseln, machen die nichts als Ärger. Hat's alle erwischt? George, Peter und Natalia. Ah, eine Familientragödie. Meine ich, wäre gern dabei gewesen. Sergej ist ihnen leider entkommen. Du kannst darauf wetten, dass er denkt, wir wären's gewesen. Wegen dem Überfall auf die Sandovals? Nicht doch. Das waren doch völlig unbedeutende Trottel. Sergej hat der Stadt doch einen Dienst damit erwiesen, diese Schleimerbande verschwinden zu lassen. Das war doch nicht etwa eine verspätete Geburtstagsüberraschung von dir für deinen Vater. Von mir, Dad? So gern ich mich damit schmücken würde. Aber leider war ich es nicht. Na schön. Wer würde uns dann so einen Gefallen tun? Keine Ahnung. Es war noch jemand da. Wer noch? Renault. Renault tauchte auf. Er hat zwar nicht geschossen, aber er war da. Renault? Welcher Renault? Ein freier Vermittler. Schießt aber nie selber. Er könnte immerhin sowas arrangiert haben, oder? Hm, wäre möglich. Nein, niemand würde mit einem so wichtigen Projekt zu ihm gehen. Er ist gut, er ist gründlich, aber ausschließlich für Kleinkram. Für uns hat er auch schon mal gearbeitet. Aber nie bei nassen Sachen. Vielleicht war es ja so, dass er für Sergej sowas wie einen Nebenjob erledigen wollte und zufällig reingeraten ist. Such ihn. Und hab ein wachsames Auge oder zwei auf den Blue Parrot. James, hat Sergej Vertrauen zu dir? Ich bin ihm seit einem halben Jahr loyal. Ich habe mich für seine Familie anschießen lassen. Er vertraut mir sicherlich. Gut, dann möchte ich, dass du ihn morgen mal aufsuchst. Finde raus, was er weiß. Und lass mich wissen, wann sich die Möglichkeit ergibt, das Vorhaben zu Ende zu führen, das jemand anders angefangen hat. Hast du verstanden? Ja, ich verstehe. Wie erfreulich, das zu hören. Sei vorsichtig dabei. Du kannst mir noch folgen? Ja, Sir. Gute Nacht wünsche ich, James. Thank you.
Ja? Renaud. Bonjour. Ça va? Ich bringe uns das Frühstück. Espresso und Croissant. Wer ist der Dritte? Luke. Er ist unterwegs. Seit Paris habe ich kein richtig ordentliches Croissant mehr gesehen. Was erzählt man sich auf der Straße? Gar nichts. Alle fragen sich, wer könnte die erledigt haben? Nicht alle erledigt, fürchte ich. Nein. Nein, noch nicht alle. Und wann kann ich das beenden? Nach gestern Nacht ist es sehr schwer, an Sergei ranzukommen. Es wäre besser, wir warten. Nein. Dann gib mir einen Tag Zeit. Luke und ich werden uns mal umhören und sehen, was wir erfahren können. Er sollte sich besser nicht öffentlich zeigen. Warum nicht? Es hat doch keiner überlebt, oder? Nein. Nein, ich glaube nicht. Nein. Gut, und du bist neu in der Stadt, keiner kennt dich. Wie wär's mit einer kleinen Stadtrundfahrt? Danke, ich habe keine Lust auf Touristisches. Außerdem hätte ich nicht erwartet, heute noch irgendwas zu tun. Was? Wieso nicht? Ich hatte erwartet, dabei zu sterben. Du hattest kein Vertrauen in deine Fähigkeiten? Es war nur so anders, als ich mir dachte. Ich dachte, es wäre alles vorbei. Ich wäre tot. Kein Kummer mehr und keine Sorgen. So darfst du nicht reden. Du bist jung. Du empfindest zu viel. Erzähl mal, wie hat Luke sich angestellt? Ordentlich. Ordentlich? Mehr nicht? Er war gut. Es war richtig, ihn mitzunehmen. Ich wusste, dass er gut sein würde. Genau wie du. Da kommt er. Wer ist da? Ich, Bogey. Hallo. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Also, wann greifen wir uns Sergei? Er kann's kaum erwarten, siehst du? Nur weil er gerade im Club alleine ist. Was? Ich habe gesehen, wie er alleine reingegangen ist. Es waren keine Gorillas da, keine anderen Autos. Sehr eigenartig. Ihr zwei wartet hier. Ich sehe mir das an und rufe dich an. Okay. Schön, dich wiederzusehen. Was ist mit dir? Nichts. Nichts Schlimmes. Es ist nur ein Kratzer. Da ist noch Frühstück für dich, wenn du Lust hast. Wir beide sind ein fabelhaftes Team. In Beruf und Freizeit. Pass auf, das war eine einmalige Sache mit uns beiden. Du hast mir das Leben gerettet. Das stimmt, und du mir. Wir sind quitt. Wir stehen ewig in unserer Schuld. So ist die Regel. Wir sind ewig füreinander verantwortlich oder sowas Ähnliches. Geht das nicht so? Gefällt dir das Leben? Aber sicher. Dann such dir einen anderen Beruf. Hältst das Maul und hörst mir zu. Ich will, dass ab sofort jede Riley-Operation überwacht wird. Ich will wissen, wo Riley ist. Ich will wissen, wo sein Bastard von Sohn ist. Ich will die scheiß Kartoffelfresser hier sehen. Eben noch lebendig, damit ich sie umbringen kann. Ist das klar? Das waren nicht die Rileys. Was? Ja, setz dich hin. Red schon.
Was machen Sie hier allein? Sie sollten jemanden haben, der... Ich kann schon auf mich Acht geben. Alle anderen kümmern sich um die Rileys. Mach das mal auf. Auf der Straße wird erzählt, es waren nicht die Rileys. Schwachsinn, das sagt kein Mensch auf der Straße. Die Rileys, die sagen, dass wir uns zu weit ausgebreitet hätten. Die waren das. Das kann ich fühlen. Sie waren's nicht. Woher weißt du das? Ich habe einen Freund, der mir die Schulter versorgt hat. Der sagt, die Rileys sind auch auf der Suche nach dem Schützen. Um ihm zu danken. Und der versichert mir, die Rileys haben keine Ahnung, wer es war. Ach was, wie ist das möglich? Ich weiß nicht. Ich meine, wer hätte wohl den Mumm, so ein Ding abzuziehen? Und wieso? Gute Frage. Aber wenn das stimmt, wo fange ich an? Naja, da ist noch was anderes. Was, was noch? Was? Meine Familie ist tot. Ich habe nichts mehr als den Hass. Dich zu töten wäre mir eine willkommene Ablenkung. Ich bin nicht sicher, aber ich war schon getroffen und bevor ich ohnmächtig wurde, habe ich Renaud gesehen. Renaud? Bist du sicher? Ich bin ziemlich sicher. Er hat zwar nicht geschossen, aber er war dort. Das ist ein Anfang. Such ihn und bring ihn mir her. Lebend. Hey, zieh dir das rein. Ach, komm schon. Guck dir den Film mit mir an, das vertreibt die Zeit ein bisschen. Ich liebe diese alten Streifen. Das ist ein guter Film. In dem sind alle Bösewichte. Bis auf das Weib da. Sie sorgt dafür, dass alle sterben. Besten Dank für das versaute Ende. Im Grunde sind die immer gleich. James! Wie fliegt es sich so mit dem lahmen Flügel? Oh, ich komme zurecht, Mr. Riley. Danke der Nachfrage. Also dann, was gibt's Neues? Sergei lässt die gesamte Stadt durchsuchen. Er denkt, Sie waren es vielleicht ja doch. Wie stark lässt er sich bewachen? So gut wie gar nicht. Er hat mich Renaud suchen geschickt. Ist nicht nötig. Wieso nicht? Du musst die Jungs auf dem Weg vom Club überholt haben. Los, ab in die Küche mit dir. Ja, Sir. Hier. Danke. Renaud, ist das Ihr Name? Ja. Wissen Sie, wo Sie hier sind? Ich werde mal zu raten versuchen. Ich bin in der Obhut von Mr. Michael Riley. In der Tat, hatten wir schon mal das Vergnügen? Ja, vor einigen Jahren. Sie werden es nicht mehr wissen, es war auf einer Party, die Sie hier gaben. Aha, ich fürchte, ich weiß es wirklich nicht mehr. Sie hatten recht. Michael Jr., sind Sie da? Bin ich, aber warum sind Sie hier, Renaud? Nicht die blasseste Ahnung. Wir suchen nach Informationen.
Ich bin Ihnen gern behilflich, wenn ich kann, das wissen Sie. Ach ja? Wer hat den Auftrag für die Erschießung der Karpovs gegeben? Weiß ich nicht. Niemand weiß es. Viele glauben, Sie waren es. Glauben Sie das etwa auch? Ich weiß es nicht. Wir sind es nicht gewesen. Aber Sie wissen, wer es war. Ich? Nein. Woher sollte ich wohl? Du warst da. Na, kennst du ihn? Barkeeper. Richtig. Im Blue Parrot. Er war da und er sagt, du warst auch da. Nein. Wer steckt hinter der Erschießung? Denkt eine andere Familie daran, ihre Arbeit bei uns in der Stadt aufzunehmen? Stehen wir auf irgendeiner Liste? Weiß ich nicht. Sergei hat bestimmt noch große Wut auf euch. Das kann es nicht wert sein, egal was du bekommst. Wir wissen, wie gut du bist und natürlich auch wie loyal. Mit dir in unserer Truppe verfrachten wir die ganze Karpov-Organisation in die Hölle. Und jeden anderen, der sich reinschultern will. Mach doch bei uns mit. Vollzeit. Wie sieht's aus? Ihr Kartoffelbauern kennt mich. Das ist aber enttäuschend für uns. Haben wir schon seine Wohnung durchsucht? Sean ist eben dabei. Paddy, fahr hin, hilf ihm. Weshalb ruft er nicht an? Hab ein bisschen Geduld. Ich muss sehen, wo er bleibt. Aber nicht in der Umgebung des Clubs. Ich versuche es bei ihm. Danach fahre ich am Club vorbei. Unauffällig. Okay? Du bleibst hier? Ich bleib hier. Gut. Behalte den Club weiter im Auge und wenn er abhaut, dann will ich es wissen. Karpov ist noch im Club. Hat er was erzählt? Nein. Der erzählt nie wieder. Entschuldige, Dad. Wir haben es wohl übertrieben. Ja. Letzte Woche hat er ein Loft gemietet auf monatlicher Basis, nahe dem Blue Parrot. Hinfahren! Sean, du bleibst hier. Wie wär's mit einem Ausflug, Schatz? Wieso nicht? Komm ich noch mal wieder hierher? Das kommt ganz allein auf dich an. Ich möchte was mitnehmen, geht das? So, James, wieder ab in die Küche. Sie sind also der Schütze, gibt's denn sowas?
Schütze. Meinen Sie damit mein Sternbild? Für dumme Spielchen habe ich keine Zeit. Nehmt ihr die lächerliche Binde ab. Mein Name ist Michael Riley. Hab von Ihnen gehört. Und das hier ist Michael Junior. Wir beide kennen uns. Und Sie sind? Bridget. Sie sind zu jung für diese Art von Arbeit, Bridget. Bridget und weiter? Ist das wichtig? Nein. Sie haben also die Karpovs umgelegt? Ja. Das ging aber schnell. Ich habe ja auch keinen Grund zu lügen. Ich habe nicht mal erwartet, heute noch am Leben zu sein. So gesehen ist für mich jede Minute geradezu ein unverhoffter Bonus. Wer bezahlt Sie für die Erschießung der Karpovs? Sie sind leider noch nicht alle tot. Dann formulieren wir es anders. Wenn Sie Sergei erschossen haben werden, wer wird Sie dann dafür bezahlen, die Karpovs erschossen zu haben? Mordet man heutzutage nur noch wegen Geld? Es gibt doch auch noch sowas wie Leidenschaft. Ah, die erste Hürde ziehen wir doch andere Seiten auf. Paddy, hol ihn doch mal aus der Speisekammer. Haben irgendwelche Verwandte oder Freunde der Sandovals Kontakt mit Ihnen aufgenommen? Nein. Dann wäre die nächste logische Annahme wohl, dass eine andere Familie die Bühne betritt, um die Geschäfte der Karpovs zu übernehmen, richtig? Das wäre mir völlig neu. Und sobald ich fertig bin, haben Sie alles. Und niemand bezahlt Sie? Niemand. Sie tut's offenbar aus reiner Herzensgüte. Güte hat nicht das Geringste damit zu tun. Warum also tun Sie es dann bitte? Wenn Sie keine Nachteile haben und nicht belastet werden und wenn Sie vom Resultat nur profitieren werden, dürften Ihnen doch meine Gründe gleichgültig sein. Ja, sehen Sie, das ist genau der Punkt, in dem Sie sich irren. Wir leben heutzutage in einer Informationsgesellschaft. Informationen können einen gewaltigen Wert haben, neben vielen anderen Dingen als Tauschwährung. Ich mag Informationen. Ich weiß einfach gern Dinge. Und ich weiß vor allen Dingen gern, was sich hier in meiner Stadt ereignet und wieso. Leuchtet das ein? Das finde ich überaus faszinierend. Aber meine Gründe gehen mich allein an. Es ist persönlich in Ordnung. Und jetzt könnten Sie mich laufen lassen, oder? Und dann beende ich die Sache und damit bin ich verschwunden. Sie werden mich nie wiedersehen. Das reicht mir nicht. Sie erzählen mir, was ich wissen will und dürfen weiterleben. Wenn nicht, dann eben nicht. Kennen Sie den Mann? Ja. Er hat Sie angeheuert. Ich habe Ihnen schon gesagt, angeheuert hat mich niemand. Er hat Ihnen geholfen. Ja. Sagen Sie es mir. Ich bitte Sie, Bridget. Ich erzähle es Ihnen. Die ganze Geschichte. Aber ich sage es nur Ihnen und Ihrem Sohn. Verstehen Sie? Nur Ihnen beiden. Paddy, du, Jimmy und Sean, geht ein Bier trinken. Spielt ein paar Runden Dart unten im Pub. Ja, Mr. Riley. Ich bin in Paris geboren und in den Pyrenäen aufgewachsen. Sie sind Französin? Ne commence pas avec un mensonge. Meine Mutter war Engländerin und mein Vater war Franzose. Also allez-vous-en, Irlandais. So schön. Weiter. Die Familie bestand aus meiner Mutter, meinem Vater und mir. Wir hatten Land. Ein kleines Weingut. Es war ein einfaches, glückliches Leben. Mein Vater kümmerte sich um die Weinstöcke und meine Mutter und ich um das Haus. Maman, mais j'aime le gâteau au chocolat. Le gâteau n'est pas pour toi. Il est pour papa. Mais ce n'est pas son anniversaire. Non, non. Nous célébrons
La première vente de papa pour notre... Bridget, heute feiern wir Papas ersten Verkauf unseres Einführungsjahrgangs. Du meinst, der lässt sich verkaufen? Bridget, sei nett. Wenn du immer schön fleißig lernst, wirst du eines Tages den Familienbetrieb übernehmen können. Tut mir leid, das geht nicht. Ich werde nämlich schon Sängerin. Oh. Wir hörten ein Auto vorfahren. Auf mich wirkten sie fröhlich, sie lachten. Ich sah meine Mutter an und sie war beunruhigt. Sie sah, dass sie betrunken waren. Der Schnaps war ihnen ausgegangen. Bier. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Mein Vater hatte keine Waffe. Ohne zu zögern haben sie ihn erschossen. Ohne Grund. Los, hier! Nun los doch hier schon! Ich habe getan, was ich konnte. Gar nichts. George kam zuerst. Quel beauté. Dann Natalia. Sergei war der Nächste. Und dann kam Peter an die Reihe. Gehört. Sie waren noch nicht fertig. Mabel. Adieu, mon amour. Sie glaubten, ich wäre tot. Unser Nachbar, Renaud, hatte die Schüsse gehört, aber er kam zu spät. Thank you.
Renault versorgte meine Verletzung und die meisten heilten schnell. Er war im Begriff, nach Amerika zu gehen und er verkaufte seinen Hof und vom Weinberg meiner Familie einen Teil für mich. Und er brachte mich in einem Internat in Nordengland unter. Das ist gewiss eine traurige Geschichte. Vielleicht ist es aber auch nicht mehr als das. Eine Geschichte. Von mir aus. Glauben Sie mir oder erschießen Sie mich jetzt und hier. Aber versprechen Sie mir. Schwören Sie, dass Sie Sergej erledigen. Ich verstehe das alles nicht. Ich meine, was wollten die Karpovs überhaupt da? Ich habe Jahre gebraucht, das zu erfahren. Das war noch vor dem Fall der Mauer. Damals waren Sergej und George offenbar noch zwei billige Ganoven irgendwo in Weißrussland. Ihr Name war damals noch Kortschew. Sie landeten im Gefängnis und Peter und Natalia haben sie von dort befreit. Dann flohen sie hinüber in den Westen. Soffen und raubten eine Weile, wo es sich gerade anbot. Meine Familie war nicht die einzige, die sie heimgesucht hatten. Sie waren auf einem richtigen Drogen- und Mordtrip. Sie feierten damit ihre Freiheit, wenn man so will. Sie hatten keinen Grund, meine Mutter und meinen Vater zu ermorden. Nicht einen. Absolut keinen Grund auf der Welt. Interpol kam ihnen auf die Spur, aber sie konnten entkommen. Nach Amerika, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie änderten ihre Namen und wurden Geschäftsleute. Und Ihr Freund Renault? Damals war ich gerade dabei, ihre Spur hier zu verfolgen. Ich verkaufte, was ich von dem Land meiner Eltern noch hatte und heuerte Renault an. Sie haben ihn angeheuert? Ja, sicher, ich brauchte ihn. Er sollte die Karpovs finden. Und er hat sie gefunden. Hat er Ihnen gesagt, wo... Er hat uns gar nichts gesagt. Er hat sie nicht verraten, falls das Ihre Frage war. Fahren Sie fort. Während ich auf der Uni war, versuchte ich, diese Sache vorzubereiten. Ich eignete mir alles an, was ich zu brauchen glaubte. Recherche, Computer, Fitness, Waffen. Ich arbeitete für ein paar Firmen, bei denen ich Zugriff auf internationale Daten hatte. Bis die Zeit gekommen war. Mein Hass war meine Triebfeder. Ich war soweit. Wieso sind Sie eigentlich nicht gleich zu mir gekommen? Gleich zu Anfang. Sicher war Ihnen bewusst, wie gern wir Ihnen geholfen hätten. Ich wollte es unbedingt persönlich erledigen. Sie haben unter Beweis gestellt, dass Sie für diese Dinge großes Talent haben. Sie sind begabt. Wie würde Ihnen die Aussicht gefallen, für mich zu arbeiten? Es könnte ein lukratives Geschäft sein. Vielleicht denke ich darüber nach. Jetzt möchte ich bitte gehen. Was ich beginne, beende ich auch. Hey, Vorsicht, Vorsicht. Alles klar? Meine Familie ist tot, du Trottel. Was wär's Ihnen wert zu erfahren, wo sich der Haupttäter versteckt? Dein Leben. Mr. Karpov, ein Mann will doch seinen Wert kennen. Wie viel? Der ganze Koffer. Sag es mir. Weißt du, wo der Schütze ist? Ja, ich denke schon. Woher? Die Rileys haben sie gefunden. Sie? Ja. Die Rileys haben sie geschnappt, aber dann wieder laufen lassen. So, sie soll den Job wohl zu Ende bringen. Genau. Find raus, wer sie angeheuert hat. Ich weiß es nicht. Meine Quelle wurde während des Gesprächs weggeschickt, aber er hat auf der Straße gewartet, so lange bis sie rauskam. Michael Jr. hat sie mit einem Taxi nach Hause geschickt. Die Rileys sind ihr nicht mal gefolgt. Und? Also, wo ist sie? Ich habe mit meinem Freund ein paar Bier gekippt und er hat mir die Adresse von ihrer Wohnung gesagt. Gehen wir. Moment mal bitte, noch nicht.
Was ist? Wie wär's, wenn ich erst mal einen starken Kaffee aufsetze? Sie wollen doch richtig wach sein. Ja, ja, gut. Wo warst du? Ich... Alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Mir fehlt nichts. Hast du meinen Dad gesehen? Deinen Dad? Mein Dad. Renaud? Ja. Ist dein Vater? Ja. Ich bin bei meiner Mutter in London aufgewachsen. Ich hab gedacht, das hättest du gewusst. Nein, ich hatte keine Ahnung. Ich... Und? Also, wo ist er? Die Rileys, die haben mich geschnappt. Wie haben sie dich gefunden? Das weiß ich auch nicht, aber die haben auch Renaud erwischt. Luke, die haben ihn ausgequetscht. Als sie mich hingebracht haben, war er schon tot. Es tut mir leid, unendlich leid. Hat er Ihnen was gesagt? Nein, die sagen, sie hätten nichts von ihm erfahren. Der starkköpfige alte Esel. Er war ein guter Mensch. Er hat sich um mich gekümmert. Er verstand zu leben. Jede Minute im Leben hat er ausgekostet. MJ. Hier ist Paddy. Du hattest recht. Jimmy treibt ein Doppelspiel. Er ist mir im Pub entwischt, aber ich habe ihn am Blue Parrot. Weiter. Er ist bei Karpov. Sie fahren gerade weg. Die sind auf das Mädchen aus. Wenn die mit dieser Raubkatze zusammenrasseln, dann will ich einen Platz am Ring. Ich denke, das lasse ich mir auch nicht entgehen. Zuzusehen, wie Sergei untergeht. Paddy, du musst dranbleiben und warte auf uns vor der Wohnung des Mädchens. Geht klar, Sir. Wie sieht dein Plan aus? Zuerst brauche ich eine neue Wohnung. Auf keinen Fall dürfen die Rileys oder sonst jemand wissen, wo ich wohne. Wohn doch bei mir. Nein. Die haben Renaud gefunden, die haben mich gefunden, die finden auch dich. Wir müssen beide umziehen. Okay, wenn wir hier fertig sind, gehe ich mein Zeug packen und wir suchen zusammen was. Daraus wird nichts. Aber wieso nicht? Ich sag doch nein. Wir beide sind ein tolles Team. Ich kann nun mal nicht im Voraus planen. Es wäre sicherer, wenn wir uns trennen würden. Wir müssen doch noch einen Job beenden. Ich weiß. Weiß ich selber. Die einzige Zielperson, die noch übrig ist, übernehme ich allein. Nein. Nein, es sind noch mehr Zielpersonen zu erledigen. Thank you.
wir es angehen? Ich tue das alleine schön langsam und sehr schmerzhaft wird sie verrecken. Was sollen wir tun? Ihr warten, ich will auf keinen Fall gestört werden. Geht in Ordnung. Augenblick. Jimmy und Karpov sind eben reingegangen. Im Hof warten noch zwei. Hallo, junges Fräulein. Hallo, Jimmy. Nicht, was ich erwartet hatte. Du kannst doch unmöglich. Vielleicht bin ich's ja nicht. Oh doch, und wie die es ist. Glauben Sie mir. Ein echt guter Witz. Ich hätte jemanden erwartet, der ein bisschen mehr Furcht einflößt. Ich werde versuchen, daran zu arbeiten. Eine Frage. Und dann? Los, hinsetzen. Sehr schön. Und nun erzähl mir, wer und warum? Das sind zwei Fragen. Los, antworte endlich. Wer und warum? Und meine Frage lautet: Für wen arbeitet Ihr treuer Laufbursche Jimmy wirklich? Und warum? Halt die Klappe! Bravo, wirklich fabelhaft. Du hast von Anfang an dahinter gesteckt. Bedauerlicherweise nicht, aber schön wär's. Es war sie. Ohne jede Hilfe. Sie wollte dich ganz für sich allein haben. Es war eben was Persönliches. Ich habe sehr lange darauf gewartet. Wieso? Schon mal was von dieser Lage gehört? Von dem Weingut Fauré? Ein wirklich gepflegter Wein. Und mein Name ist Bridget Fauré. Und das hier ist der letzte Tropfen Wein von einem vielversprechenden Weingut. Dem Gut meiner Familie. Oh. Du hast meine Familie ermordet. Deine hab ich dafür hingerichtet. Belle, n'est-ce pas? Wieder vergessen?
Süßes Kind. Adieu, mon amour. Gut gemacht. Hast du jetzt Frieden gefunden? Ja, beinahe. Luke, das sind die Rileys. Rileys, das ist Luke. Mein Partner. Möchten Sie einen Job haben? Ich könnte jederzeit einen Mann Ihres Talents gut gebrauchen. Ach, Mr. Riley, Luke ist für Sie nicht der richtige Mann. Sehen Sie, Sie sind der Mörder seines Vaters, Monsieur Renault. Komm raus hier! Nun komm schon! Nun komm endlich! Lebt wohl, meine Lieben. Und was hast du jetzt vor? Komm mit.